Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, BH-Döden. So, Entschuldigung, der BH musste dran glauben. Wir müssen zum Zerlegungszimmer. So, jetzt ist die große Frage, eigentlich wäre es so jetzt sinnlos, den Feuerlöscher, klar, unseren Brenner, ne? Ich komme gar nicht auf den Namen, ne? Brenner, hier steht Brenner, ihr wisst, was ich meine, mitzunehmen. Ich bin gerade mal. Granatenwerfer bringt mir jetzt auch nicht so viel. Weil der ist eigentlich gegen die Mücken ganz gut, ne? Werden wir da unten Mücken haben? Ich glaube nicht. Obwohl, wir haben halt noch. Ne, wir machen das mal so. Wir machen das jetzt mal so. Wir nehmen natürlich die Pistole mit. Und nehmen unsere Flinte mit. Ich guck mal ganz kurz. Gut, die haben wir Spaltungsmittel. Könnte man außer Pistolenmunition extrahieren. Das lassen wir aber mal. Puh. Muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, ich glaube, wir können losstarten. Ich habe nochmal geguckt, ob wir hier irgendwas haben, was wir noch gebrauchen könnten. Aber soll ich Schießpulver mitnehmen? Das deckt sich ja hier, ne? Ist ja ein Stack. Okay, wir nehmen mal Schießpulver mit. So, jetzt ist die große Frage natürlich. Wir knabbern ja gerade ein bisschen an unserem Leben, ne? Ist jetzt die Frage, sollen wir uns jetzt schon... Ha, Moment. Haben wir noch Dings? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Warte mal, das können wir nämlich auch hier wegräumen. Haben wir nicht, ne? Scheiße. Warte mal, einmal kann ich doch wieder verwerten. Moment, ich will mal jetzt was ausprobieren. Wenn ich jetzt sage, wir verwerten das einmal hier wieder. Ups, Moment, hä? War das jetzt richtig? Was habe ich denn jetzt, hä? Spaltungsmittel, ja. Machen wir nochmal, hä? Warte mal, hier, Spaltungsmittel nehmen, da drauf. Ah, okay, jetzt haben wir die flüssige Chemikalie, genau. Okay, ist richtig, gut. Genau, da haben wir die flüssige Chemikalie, dass wir uns gleich nochmal einen Heiltrank machen können. Und ich bin immer noch gespannt, es ist halt nur ein Heilmittel. Ein Heilmittel, nur eins. Und ich habe die große Vermutung, dass wir uns dann doch vielleicht entscheiden müssen. Wir haben auch keine Shoddy-Muni, ne? Egal. Finden wir, glaube ich, noch. Hoffe ich zumindest. Wir werden erstmal sein krankes Spiel mitspielen. Ne? Wir wollen ja die Mia auch. Die Schwester wollen wir ja wieder retten. Natürlich auch, weil wir an unser Heilmittel ran wollen. Ich hasse den Gang, ne? Hab ich das schon mal gesagt? Aber das war mal, Moment mal, das ist ja gar nicht hier der Zerlegungsraum, ne? Krematorium, genau. Warte mal, ich guck trotzdem noch mal ganz kurz. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Hier unten ist auch nichts mehr. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwo ein Medikament oder sowas finden. Oder. Aber ich finde... Na, mittel. Okay, egal. Gut, dann machen wir mal weiter. Wo müssen wir denn lang? Da ist der Zerlegungsraum. Okay. Ich habe es wieder vergessen. Okay, wir müssen dafür hier längs. Okay, er speichert jetzt schon mal. Gut zu wissen. Es ist aber mal ganz kurz, mein Herz stehen geblieben, ey. Oh! Alter, kannst du doch nicht mal mehr, ey. Echt, geht nie.
Ich weiß noch nicht so ganz, was für eine Rolle die spielt. Zumindest keine Scheißrolle. Verpiss dich. Geh ins Altenheim. Hab gesagt, du sollst dich verpissen. Kann ich den nicht einfach aufschlitzen? Geht nicht, ne? Och, das ist so... Ey, warte mal. Ich mach mal ganz kurz hier die Facecam weg, ne? Guckt euch mal einfach mal den beschissenen Kopf an, wenn ich mich hin und her bewege. Ey, die könnte man übelst geil als, na, sag schon, Überwachungskamera. Als Überwachungskamera wäre die perfekt, ne? So, wenn man die irgendwo draußen hinstellt, so und eine Überwachungskamera, ne? Die verfolgt dich halt mit den Augen, okay. Die Maschinen sind an. Ich glaube, die waren beim letzten Mal nicht an. Aber hier ist jetzt auch nichts. Ich frage mich gerade, ob die Maschinen... Hat die noch irgendwas hier versteckt? Igidigit. Neue Pens wären wir schön. So. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Das ist so mein Problem. Okay, irgendwas ging gerade auf. Fick dich, Alter. Ist das die Mutti? Ey, das... Bleibe ja tot. Okay, weiter geht's. Oh nee, oder? Bitte nicht. War nee, nicht schon wieder hier in der Arena, oder? Okay. Ach, nein. Warum sollte ich das tun? Hä? Seit wann sind die Dinger hier verbaut? Warum soll ich das tun? Na, bevor ich das mache, will ich mal ganz kurz hier... Hat doch nichts mit echtem Mann zu tun, das ist einfach nur eklig. Der ist fremd, der Mann. Ich kenne ihn nicht. Ich packe hier keine fremden Leute einfach an. Aber ja, gut. Oh, das ist... Oh! Tut mir leid, Kumpel. Ey, oh, Alter. Oh, oh, das ist so per... Der ist krank, der Typ. Okay, das ist, boah. Da kam es mir gerade, jetzt mal ohne Spaß, da kam es mir wirklich mal ganz kurz hoch, ne? Das ist jetzt mal kein Witz. Okay, wir haben hier unten auch das Schlangensymbol. Oh, oh. Das ist jetzt gerade ein schlechter Witz, oder? Okay.
Hier haben wir das erste Schlangensymbol. Da werden wir auch gleich durchmachen. Wir wissen, oben, glaube ich, haben wir auch noch ein Schlangensymbol. Let's go, würde ich sagen. Oh, das sieht doch hier schon wieder mega scheiße. Jetzt mal ohne Spaß. Warum muss das hier immer so scheiße aussehen? Das sieht echt unangenehm hier aus, ne? Aber es zieht sich durch das ganze Haus. Gut, lecker. Hier wird gerade Fleischeintopf gemacht. Ich suche gerade auch so ein bisschen die antiken Münzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen, glaube ich, noch zwei. Dann können wir uns die Magnum holen. Und ich denke mal, die hat ein bisschen mehr Wumms. Ich finde leider gerade auch keine. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir die verpassen, weil wir haben ja hier auch... wir müssen noch ein paar Dinge ja mit dem Dietrich öffnen. Ja, toll. Wollt ihr... Ihr glaubt da jetzt nicht, liebe Spieleentwickler, ihr glaubt da jetzt nicht echt, dass ich die Tür hier öffne. Habt ihr irgendwie eine an der Waffel? Bestimmt öffne ich die Tür. Aber ich will da gerne mal reingucken, das ist halt das Problem. Okay. Werkstatt. Immer noch nicht durch. Oh, das Vieh ist wieder weg. Verarscht. Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe. Was hat mir das jetzt geholfen? Weil ich habe den Schlüssel ja vorher schon bekommen. So, was hat mir jetzt der Gang an sich geholfen? Eigentlich gar nicht, ne? Nur, dass wir halt schneller wieder hierher gekommen sind. Hm. Warte mal, das ist ein kleines Schlüsselloch, okay. Mhm. Okay, wir haben Schlangensymbol, Schlangensymbol, also einmal Kinderzimmer und Schlafzimmer der Eltern. Guck nochmal ganz kurz, das scheint es aber dann auch gewesen zu sein. Das heißt in die erste Etage, okay. Dann gehen wir da mal hin. Es ist die große Frage, ne? Uns fehlt halt komplett an Munition, das ist scheiße gerade. Ist gerade alles nicht so dufte. Hier haben wir schon mal die Magnum-Munition, das ist, brauchen wir jetzt auch nicht. Ist jetzt die Frage, nehmen wir doch nochmal Flammenwerfer mit. Die 140 will ich mir halt auch gerne noch aufsparen. Ich würde mir halt gerne die 140 gerne noch aufsparen. Ich glaube, wir lassen das erstmal, weil ihr seht, wir haben hier wirklich nicht so viel Munition. Problem ist, ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt gleich auch nochmal zum Fight kommt, zum Großen. Vielleicht gegen die Oma oder so. Ich weiß eh noch nicht so ganz, was die vorhat. Die fährt hier, glaube ich, einfach nur ihre Runden. Die will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Och nö, oder? Jetzt laufen die auch schon hier oben lang, oder was? Eigentlich ist das Problem... Was? Wo kommt... Oh, Mann!
Okay. Okay. Gut. Ich hab's jetzt doch getan. Ich war mir sehr... Oh, fuck, wir haben keine Muni mehr, ne? Egal, wir gehen jetzt erstmal hoch. Wir gehen jetzt erstmal hoch und werden sehen, was da oben jetzt auf uns wartet. Wenn wir Pech haben, sterben wir halt da oben. Okay. Wir können natürlich Elternschlafzimmer. Ich würde... Ah. Na komm, gehen wir zuerst hier rein. Die geht mir langsam echt auf den Sack, die Alte, ne? Ich hab so einen Schiss, dass die einfach mal irgendwann einfach aufspringt. Oh, hier, ne? Mach ein bisschen Platz hier. Jack. Hey, Jack war bei den Marines. Okay, wann war er da? 1980 ist er beigetreten. Der liebe Jackie. Okay. Ich denke mal, hier müssen wir die richtige Zeit einstellen. Dieselbe Zeit wie alle anderen. Okay, wir müssen jetzt eine Uhr finden. Und ich weiß ja, wo eine ist. Guck aber trotzdem nochmal hier längs. Rucksack! Ey, wir können jetzt noch mehr tragen. Ey, das ist cool. Das heißt, wir können doch den Flammenwerfer eigentlich... Okay, Schatzfoto oben. Okay, auf so einen Käfig drauf. Okay. Hier haben wir Kraut. Oh, mich kraut schon. Ich merke, wir finden hier gerade sehr viele Sachen. Das heißt, wir werden wohl oder übel gleich ein Fight haben. Mehr haben wir nie, ne? Wir auch keine antike Münze. Aber mir gefällt hier der Staubsauger. Muss ich ganz ehrlich sagen, den würde ich gerne mitnehmen. Okay. Okay, wir müssen jetzt einfach eine Uhr finden. Also hier ist jetzt auch keine, ne? Also wir wissen ja, wo eine steht. Guck mich nicht so scheiße an. Ich mag die nicht. Wir können aber jetzt auch einfach, wir haben ja hier unten eine Uhr. Ich glaube auf der Seite, ne? Müsste die stehen? Ne, ich glaube auf der anderen Seite. Alles klar. Ich glaube auf der Seite steht die Uhr. Da. Erkenne ich von hier aus nicht. Gut, ich habe es versucht. Ich nehme einfach die Uhr. Okay. 10 vor 3. Ich würde aber nochmal ganz kurz hier das... Die Pest kommt hier hoch, ne? Das... Okay, krass. Okay. Ist kaputt. Okay, wir müssen das Klavier scheinbar hier reparieren und ich glaube mal die richtige Melodie spielen. Denke ich jetzt einfach mal so, ne? April, Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich ihn von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich die Zeit hatte... Habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Okay. Jetzt leuchtet sie sogar nachts.
Aber hier steht nicht, ne? Warte mal. Wo sie liegt. Sollen wir das irgendwas jetzt? Warte mal. Moment, ich glaube, das soll mir was sagen. Okay, nochmal. Okay, das ist. Bin mit Mommy zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mir mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Das ist jetzt ein Rätsel, was ich checken muss. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Also ich denke mal, es wird so ein 3D-Scan gewesen sein, Foto von allen Seiten. Dann hat mir Mommy ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen von Erfinderwettbewerb vereint. Okay, das heißt hier irgendwo wird die Fernbedienung sein. Das ist eine beschissene Erfindung. Okay. Dietrich, sehr schön. Okay, damit kommen wir auf den Dachboden. Ich bin jetzt gerade. Sind die Erfindungen oben? Ja, wir gehen erstmal hoch. Vielleicht sind ja auch hier die Erfindungen. Aber ich habe eher gerade ein anderes Gefühl. Okay, zwei Attrappen. Okay, ich weiß leider gerade noch nicht so ganz, was wir mit den Attrappen anfangen können. Das ist ein unechter Baum, ich sehe das doch. Kunde, Renovierungsauftrag. Kunde, Jake Becker, Auftragnehmer, Tevor und Chamberlain Construction. 1992, 30. November 1992. Okay, 20 Tage soll das gehen. Was? Umfang, Installation von schattenaktivierter Tür im Eingang, in der Eingangshalle. Okay. Ah, okay, ich kann mir vorstellen, was wir machen müssen. Müssen wir die zwei Dinger verbinden? Können wir nicht, ne? Also das Ding steht ja. Moment, hä? Warte mal. Aber das soll ja die Axt sein, ne? Ich glaube, so müsste es richtig sein. Ja, so ist richtig, okay. Zugangskarte blau. Okay, da haben wir schon mal die blaue Zugangskarte. Ich verstehe aber immer noch nicht so ganz mit den Erfindungen. Das ist mir irgendwie noch ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wo wir die Fernbedienung finden. Die Erfindungen müssen doch hier mit dabei sein. Warte mal, gucken wir mal ganz kurz hier.
Mit einem meiner Trophäen. Okay, mit einem meiner Trophäen. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Ha. Ich bin jetzt ganz leicht überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wo hat er noch? Da hat er noch eine Trophäe. Ah, hier hat ein. Ist das eine. Nee, ist eine Vase, ne? Das ist ja keine Trophäe. Oh ja, der Pillen. Sehr schön. Hat er irgendwo noch eine Trophäe? Ich verstehe das nicht so ganz. Das ist ja keine Trophäe. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Oh. Aber hier gibt es ja auch keine anderen Trophäen, ne? Das sind ja die einzigen Trophäen. Immerhin hat er schon welche gewonnen, ne? Also. Das ist keine Trophäe, das ist nur ein Ball. Denke ich mal, das wird keine Trophäe hier sein. Das stört mich jetzt, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. Also wir können natürlich weiter, aber ich... Oder ist das die Fern... Ach so, ja. Hm. Alle... Ach Mann, ich bin so bescheuert. Okay. Das heißt, wir können jetzt... Na, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und werden dann natürlich ins Elternschlafzimmer gehen. Wir müssen jetzt... 10 vor 3 war es. Also wir müssen die Zeit ja noch einstellen. Auf 10 vor 3. Wir gucken nochmal ganz kurz. Hier war eine Standuhr. Genau da. Okay, auch 10 vor 3. Alles klar. Oder 9 vor 3. Und ja, da sehen wir uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme wieder. Und wir werden die rote Karte bestimmt noch finden. Bis dahin, haut rein und tschüss.